Sehr verehrter Herr Bundesaußenminister, lieber Frank-Walter Steinmeier, lieber Herr Professor Ganten, sehr geehrte Frau Staatsministerin Girardin, meine sehr geehrten Damen und Herren Vertreter der M8-Allianz, Herr Professor Marschall, Exzellenzen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind von gesundheitlichen Herausforderungen derzeit konfrontiert, die uns alle fordern. Und deswegen ist es auch mir eine Freude, Sie in so großer Zahl aus so vielen Ländern und so mit herausragender Expertise hier begrüßen zu können. Im Hinblick auf die Herausforderungen, die uns zurzeit entgegentreten, hat sich die Bundesregierung wiederholt, auch ja gerade in den Worten unseres Außenministers, zu ihrer internationalen Verantwortung als verlässlicher Partner genannt. Im Fokus des deutschen globalen Engagements steht dabei der Schutz globaler öffentlicher Güter. Und dabei kommt den Vereinten Nationen gerade auch im Gesundheitsbereich eine Schlüsselrolle zu. Die Bundesregierung hat im letzten Jahr ein Konzept zur globalen Gesundheitspolitik verabschiedet. Mit diesem Konzept setzt Deutschland einen besonderen Schwerpunkt auf die Bekämpfung grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren. Und die aktuellen Entwicklungen und Ereignisse, dramatischen Ereignisse in Westafrika zeigen, wie notwendig es ist, diesen Schwerpunkt zu setzen. Das deutsche Engagement in der globalen Gesundheitspolitik wird von drei Leitgedanken geprägt, die auch bei unserem Beitrag zur Bekämpfung von Ebola zum Ausdruck kommen. Erstens, wir sind davon überzeugt, nur wenn wir global handeln, können wir umfassenden gesundheitlichen Schutz auch vor Ort sicherstellen. Denn viele grenzüberschreitende Gesundheitsgefahren manifestieren sich zwar vor Ort, haben aber häufig ihren Ursprung in komplexen globalen Zusammenhängen. Zweitens, wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, das Recht auf Gesundheit weltweit sicherzustellen. Wir bringen dabei deutsche Expertise und Ressourcen ein. Und drittens, die Vereinten Nationen und der Weltgesundheitsorganisation im Besonderen kommt eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung globaler gesundheitspolitischer Herausforderungen zu. Wir setzen uns deshalb für eine Stärkung internationaler Gesundheitsinstitutionen ein, denn effektives und abgestimmtes internationales Handeln setzt starke globale Institutionen voraus. Das liegt auch im originären eigenen Interesse unseres Landes. Die derzeitige Ebola-Epidemie stellt eine Herausforderung ungeahnten Ausmaßes, gerade für die drei hauptbetroffenen Länder in Westafrika dar. Bis heute sind mehr als 9000 Menschen und die Dunkelziffer, die die WHO schätzt, ist ja doppelt so hoch an Ebola erkrankt. Die Zahlen steigen weiter an und die allgemeine Gesundheitsversorgung in den drei hauptbetroffenen Ländern ist infolgedessen nahezu vollständig zusammengebrochen. Was dabei oft vergessen wird, das hat Auswirkungen nicht nur für die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit Ebola, sondern auch für die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit anderen, möglicherweise ebenfalls lebensbedrohlichen Krankheiten. Daneben hat der Ausbruch aber auch erhebliche sozioökonomische Auswirkungen für diese Länder, die noch lange, lange anhalten werden. Ebola betrifft alle Lebensbereiche der Menschen vor Ort. Wir sind mitten in einer umfassenden humanitären Katastrophe in Guinea, in Sierra Leone, in Liberia. Die internationale Gemeinschaft, wir alle haben den Ebola-Ausbruch im Frühjahr dieses Jahres zunächst unterschätzt. Viele gingen davon aus, dass auch dieser Ausbruch wie die vorherigen 21 Ausbrüche regional sehr begrenzt sein würde und in kürzester Zeit abebben würde. Das war eine Fehleinschätzung. Heute ist klar, die internationale Gemeinschaft hätte früher und massiver reagieren müssen. Wir werden die Fehler zu gegebener Zeit analysieren müssen, um daraus auch für die Zukunft zu lernen und zukünftig schneller auf derartige grenzüberschreitende Gefahren reagieren zu können. Jetzt aber muss mit allen Kräften der Ausbau, das Vorantreiben der konkreten Hilfe vor Ort im Mittelpunkt stehen. Am 8. August dieses Jahres hat die WHO den Ebola-Ausbruch als Public Health Emergency of International Concern entsprechend der internationalen Gesundheitsvorschriften erklärt. Die internationale Bereitschaft hat daraufhin auch dies mit dem klaren Bekenntnis verbunden, die Hilfen effektiv zu steigern. Die Bevölkerung in Westafrika muss dies schnell und koordiniert nun erleben,
Diese Koordination kann nur durch das UN-System, insbesondere die WHO, erfolgen. Deutschland beteiligt sich mit einer Reihe von Maßnahmen an der internationalen Antwort auf diesen Ausbruch. Bereits seit April sind Experten des Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin und des Robert-Koch-Instituts vor Ort in den betroffenen Ländern. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, den Ursprung des Ausbruchs zu identifizieren. Deutschland weitet augenblicklich seine Hilfe beim Kampf gegen Ebola ganz erheblich aus. Uns ist bewusst, dass die Bereitstellung finanzieller Mittel allein nicht ausreichen wird, um Ebola einzudämmen und der Bevölkerung vor Ort effektiv zu helfen. Es fehlt sowohl an technischem und medizinischem Material als auch gerade an geschultem Personal im Umgang mit dem Ebola-Virus. Deshalb ist es dringend erforderlich, benötigte Hilfsgüter und Ausrüstung in die Region zu transportieren. Und es wurde schon erwähnt, dass gemeinsam mit der französischen Armee die Bundeswehr eine Luftbrücke in die hauptbetroffenen Länder eingerichtet hat und dazu im Senegal ein entsprechender Lufttransportstützpunkt errichtet wurde. Mit finanzieller Unterstützung der Bundesregierung wird das Deutsche Rote Kreuz ein mobiles Krankenhaus und eine weitere Ebola-Behandlungsstation einrichten. Ebenfalls wird die Bundeswehr eine mobile Krankenstation einrichten. Und nun geht es darum, und dies habe ich gemeinsam dazu aufgerufen mit dem Präsidenten des Deutschen Roten Kreuz und des Präsidenten der Bundesärztekammer, möglichst viele, die geeignet sind, aufzurufen, beim Kampf gegen Ebola vor Ort zu kämpfen, zu helfen. Und ich bin sehr beeindruckt. Ich will unterstreichen, was Frank-Walter Steinmeier gesagt hat, in welchem Umfang Menschen bereit sind, wissen, dass es absolute Sicherheit auch für die Helferinnen und Helfer nicht gibt, ein Risiko auf sich zu nehmen, um vor Ort zu helfen. Diesen Helferinnen und Helfern gebührt unser aller Unterstützung und herzlicher Dank. Dabei ist es ganz wichtig, dass die als Helferinnen und Helfer in diese Region jetzt bereit sind zu gehen, wissen, dass wir sie im Ernstfall bestmöglich versorgen und sie auch, wenn nötig, zur Behandlung nach Deutschland ausfliegen. Deshalb beschafft die Bundesregierung augenblicklich eine weitere Flugmöglichkeit, um symptomatische Ebola-Patienten in die Bundesrepublik Deutschland zu transportieren. Und ich habe das Treffen der Gesundheitsminister in der letzten Woche am Donnerstag in Brüssel genutzt, anzuregen, dass auch andere europäische Länder, gegebenenfalls auch die EU als Gemeinschaft, darüber nachdenken, wie ihr Beitrag zur Verstärkung gesicherter, isolationsfähiger Evakuierungsmöglichkeiten aussehen kann. Ja, es sind nicht zuletzt die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von humanitären Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen gewesen, die zum Teil, wenn ich an den weltweiten Gesamtzusammenhang von Ärzte ohne Grenzen denke, mit 3000 Helferinnen und Helfern vor Ort aktiv sind und damit ein entscheidender Pfeiler im internationalen Kampf gegen Ebola sind. Die Bundesregierung unterstützt diesen Einsatz von Ärzte ohne Grenzen deshalb mit finanziellen Mitteln. Der Ebola-Ausbruch in Westafrika schürt Ängste und manche verständliche Sorge auch bei uns, nicht zuletzt aufgrund der aufgetretenen Einzelfälle in Spanien und in den USA. Für Deutschland halten alle Experten das Risiko einer Einschleppung für sehr unwahrscheinlich, aber selbst für diesen unwahrscheinlichen Fall stehen hochspezialisierte Behandlungszentren und erprobte Reaktionsmechanismen zur Verfügung, um einer Ausbreitung wirksam entgegenzutreten. Aber auch bei uns gilt, dass wir beständig überprüfen müssen, auch vor dem Hintergrund konkret gemachter Behandlungserfahrung, in welchem Umfang auch wir die entsprechenden Maßnahmen weiter ausbauen müssen. Ganz anders ist die Situation nicht nur in den drei hauptbetroffenen Ländern, sondern auch in der unmittelbaren Nachbarschaft. Hier fehlen oftmals die Kapazitäten, um die Krankheit frühzeitig zu erkennen und die Weiterverbreitung zu begrenzen. Deshalb fördert das Bundesministerium für Gesundheit ein besonderes Trainingsprogramm für medizinisches Personal in den Nachbarländern, das dazu beitragen soll, diese Länder im Kampf gegen die Ausbreitung von Ebola zu unterstützen. Ich möchte auch noch einmal erwähnen, dass Deutschland bisher als einziges Land bereit ist,
an Ebola erkrankte Helferinnen und Helfer aus anderen Ländern, also nicht eigene Staatsbürger, zur Behandlung aufzunehmen. Deutschland hat hierfür die erforderlichen medizinischen Kapazitäten und die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Die Aufnahme und Behandlung internationaler Helferinnen und Helfer ist ein wichtiger Beitrag beim internationalen Kampf gegen Ebola. Wir signalisieren damit unmissverständlich, wie wichtig für uns die Sicherheit der internationalen Helferinnen und Helfer ist. Nur wenn diese im Ernstfall wissen, dass sie umfassend medizinisch versorgt sind, wird es gelingen, ausreichendes medizinisches Personal in Westafrika sicherzustellen. Aber ohne solches ausreichendes medizinisches Personal werden wir diesen Kampf nicht gewinnen können. Die Ebola-Krise zeigt, der Aufbau robuster Gesundheitssysteme muss stärker in das Zentrum der internationalen Anstrengungen gerückt werden. Schwerpunkt deutscher globaler Gesundheitspolitik ist daher die weltweite Stärkung von Gesundheitssystemen. Das Ziel des universellen Zugangs zu Gesundheit kann nur dann gewährleistet werden, wenn nationale Gesundheitssysteme ihre Anstrengungen kompetent, effizient und für alle zugänglich anbieten. Hiervon sind wir in einer Reihe von Ländern leider weit entfernt. Wie Sie alle wissen, ist das Jahr 2015 ein besonderes Jahr, denn es markiert das Auslaufen der Millenniums-Entwicklungsziele. Im September des kommenden Jahres werden die Staats- und Regierungschefs aller Länder neue, global verbindliche Ziele im Rahmen der sogenannten Post-2015-Agenda beschließen. Und natürlich muss Gesundheit dabei eine besondere Rolle spielen als ein eigenständiges Ziel für den Gesundheitsbereich. Ich hoffe sehr, dass wir zukünftig stärker als bisher auf die umfassende Stärkung der Gesundheitssysteme abstellen, nicht allein auf die vertikale krankheitsspezifischen Ansätze. Dies muss meiner Überzeugung nach auch in der Post-2015-Agenda Berücksichtigung finden. Neben dem derzeit besonders bedrängenden Kampf gegen Ebola möchte ich auf eine weitere Herausforderung im Gesundheitswesen mit ebenfalls globalem Ausmaß kurz noch eingehen, der weltweiten Ausbreitung von resistenten Bakterien, Viren und Pilzen. Bei den antimikrobiellen Resistenzen ist besonders die Zunahme der Antibiotikaresistenzen besorgniserregend. Antibiotika stellen seit der Entdeckung des Penicillins im Jahr 1928 eines der wichtigsten Instrumente zur Bekämpfung von bakteriellen Infektionen dar. Gemeinsam mit Impfungen haben Antibiotika die Lebenserwartung der Menschen um 20 Jahre in den letzten Jahrzehnten erhöht. Die Behandlung bakterieller Infektionen wird jedoch zunehmend durch die weltweite steigende Zahl resistenter Erreger erschwert und sogar zum Teil bereits unmöglich gemacht. Antibiotikaresistenzen stellen damit zunehmend ein Problem für die öffentliche Gesundheit weltweit dar. Die Entwicklung von Antibiotikaresistenzen hat dramatische Ausmaße. Es droht der Verlust der Wirksamkeit dieser Arzneimittel. Hauptursachen dieser Resistenzen sind der unsachgemäße Einsatz von Antibiotika in der Humanmedizin und in der Tiermast. Ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der sachgerechten Verwendung von Antibiotika ist deshalb aus meiner Sicht die internationale Einigung auf eine weltweite Verschreibungspflicht, zu der wir gelangen sollten. Wir müssen es ganz deutlich sagen, wenn wir nicht handeln, steuern wir auf ein Post-Antibiotika-Zeitalter zu mit dramatischen Konsequenzen. Viele Krankheiten, die heute gut therapierbar sind, würden dann nicht mehr behandelbar sein. Menschen würden an Krankheiten oder kleineren Verletzungen sterben, die heute noch unproblematisch heilen können. Hierzu kommt eine weitere beunruhigende Entwicklung. Während Infektionen mit multiresistenten Erregern weltweit zunehmen, befinden sich derzeit nur wenige neue Antibiotika in der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung. Während die altbewährten Antibiotika wegen Resistenzen ihren Nutzen also verlieren, ist der Nachschub neuer Antibiotika nicht gesichert. Es besteht also dringender internationaler Handlungsbedarf. Die Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen ist deshalb von höchster Priorität für die Gesundheitspolitik in Deutschland. Deswegen haben wir eine übergreifende, sektorübergreifende Antibiotikaresistenzstrategie entwickelt. Antibiotikaresistenzen stellen ein globales Problem dar. Sie betreffen Industrie- und Entwicklungsländer gleichermaßen
und ihre Ausbreitung wird durch den zunehmenden Handels- und Reiseverkehr auch über Grenzen hinweg gefördert. Deshalb haben alle Maßnahmen in Einzelstaaten unmittelbare Auswirkungen auf Nachbarstaaten und auf die globale Ebene. Eines ist dabei ganz sicher: Kein Land kann Antibiotikaresistenzen allein bekämpfen. Nur durch gezielte internationale und sektorübergreifende Zusammenarbeit von Gesundheits-, Veterinär- und Forschungssektor kann die Entstehung und Weiterverbreitung von Antibiotikaresistenzen reduziert werden. Nur durch globales Handeln kann die Situation weltweit verbessert werden. Deshalb begrüßen wir ausdrücklich das Mandat der WHO zur Entwicklung eines globalen Aktionsplans zur Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen und unterstützen diese Entwicklung eines solchen WHO-Aktionsplans nach Kräften. Und er soll ja im Mai des nächsten Jahres bei der dann anstehenden Weltgesundheitsversammlung entsprechend vorgestellt werden und muss zu einer neuen Dynamik bei diesem Thema beitragen. Wir wollen dazu unseren Beitrag leisten und stehen deswegen mit weiteren Partnern daran, in der Entwicklung diesen Kampf gegen Antibiotikaresistenzen voranzutreiben. Wir unterstützen den Aufbau nationaler Strategien und ich sagte es schon, wir treten nachdrücklich für eine weltweite Verschreibungspflicht an. Alle diese Maßnahmen bringen wir ein, die Erfahrung mit unserer eigenen nationalen Strategie.